Gut, dann machen wir jetzt weiter mit der Klassenbesprechung des Agenten und Schmugglers. Ja, genau so sieht es nämlich aus. Und wir fangen natürlich wieder mit diesem etwas allgemeineren Part an, der natürlich, wie heißt es hier, dem Schurken und dem Revolverhelden zusammengehört. Und da haben wir natürlich auch schon mal einige Änderungen bei. Wir haben ja unsere Thermalgranate, das ist unser momentaner AOE-Skill. Ich bin natürlich auch nebenbei wieder auf meinem Revolverhelden online. Das ist die momentane Granate, die AOE-Schaden verursacht bei 5 Zielen. 5 Zielen, genau. Und das wird eben zu einer Einzelzielfähigkeit. Sie bewirkt aber dennoch, dass schwache oder normale Gegner davon getroffen werden, aber mit weniger Schaden als das Hauptziel. Dazu haben sie aber auch gleich gesagt, weil der Orbitalschlag bzw. der XS-Frachterflug wird beim Saboteur bzw. bei dem Schurken entfernt. Der wird jetzt Revolverhelden und Scharfschützen exklusiv. Okay, andere werden jetzt sagen, okay, womit soll ich denn jetzt AOE-Schaden machen? Natürlich kriegen die Schurken einiges dazu, aber dazu kommen wir gleich noch. Die Thermalgranate zum Beispiel wird beim Schurken mehr Schaden machen und nicht nur schwache und normale Gegner treffen, sondern zusätzlich auch noch die starken Gegner. Erster Punkt für den Saboteur bzw. den Schurken abgeschlossen. Gut, wie gesagt, das mit dem Frachterflug habe ich eben schon gesagt. Dann haben wir eine kleine Änderung beim Ausweichen. Ausweichen bewirkt momentan, dass wir eben, na, nochmal ganz kurz nachgucken, dass wir nichts Falsches sagen, dass eben die Dots auf mir selber geklärt werden und ich 4 Sekunden lang Nah- und Fernkampfangriffe, Nahkampf- und Fernkampf. Nahkampf- und Fernkampfangriffen ausweiche. Ist natürlich eine super Sache, vor allem im PvP sehr vorteilhaft. Daran wird auch ein bisschen rumgeschraubt. Sie hält jetzt nur noch, also Ausweichen hält jetzt nur noch 3 Sekunden anstatt 4 Sekunden. Jedoch wird die Nah- und Fernkampfverteidigung nicht nur um 100%, sondern um 200% erhöht. Das ist Ja. spannend, ne? Warum machen sie das? Ich denke mal. Vermutlich kannst du bei 100%iger Verteidigung trotzdem noch getroffen werden, wenn Das geht andere vor allem Spieler in Richtung irgendeine. Spott und sowas. Obwohl, nee, Spott hat damit ja nichts zu tun. Das ist ja kein Nah- und Fernkampfangriff. Ich denke mal schon, dass das noch möglich ist, dass man treffen kann. Und Ne? damit dann vermutlich nicht bei Ja, richtig, 200%. weil man ja auch Hit hat. Und dann kommt man ja wahrscheinlich darüber Ja, hinaus. Ne? genau, denke ich Ich auch. denke mal, dass Richtig. auch das bisher so war, dass man immer noch getroffen wurde. Ja, zusätzlich wird beim Schurken es dann das passive Teil, also eine passive Fähigkeit geben, die es einem dann ermöglicht, wieder diesen Effekt zu bekommen, der momentan auch beim Ausweichen besteht, dass eben Dots geklärt werden, was eben die meisten Stealth-Klassen irgendwie haben, wie der Marodeur mit seinem Stealth, der Assa mit seinem Stealth und jetzt dementsprechend auch der Saboteur bzw. der Schurke. Der Revolverheld kann auch etwas skillen, was zusätzlich den erlittenen Schaden durch Tech- und Machtangriffe um 75% reduziert. Das finde ich natürlich auch gar nicht so schlecht, das ist auch eine ganze Menge. Und PvE und PvP-mäßig natürlich ein arger Vorteil, um dem harten Burst-Schaden, der natürlich teilweise momentan in den Arenen auf die Revolverhelden geht, ein wenig auszuweichen. Also, sind jetzt so die allgemeinen Änderungen vom Schurken, Saboteur, Revolverhelden und Scharfschützen gewesen. Und jetzt kommen wir eben direkt zu dem Revolverhelden. Heute gehen wir nur auf den Revolverhelden erstmal ein und den Scharfschützen. Das sind natürlich die ganzen Pendant-Sachen wieder. Wir werden es natürlich wieder ein bisschen versuchen zu beachten. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Beim Revolverhelden. Ablenkung müsste, meine ich, mal ganz kurz, ach verdammt, das ist hier nicht in der Leiste drin. Mal ganz kurz P drücken. Finde ich das vielleicht? Ablenkung, genau da oben ist es. Das finde ich nämlich sehr interessant. Ablenkung ist ja momentan der Skill, der den Gegner unterbricht. Und es wird in Zukunft so sein, dass Ablenkung nicht nur ein Ziel unterbrechen kann, sondern bis zu 8. Und das finde ich schon echt heftig, wenn du Das überlegst, du stimmt. bist jetzt in einem Zerg mitten in einer Gegnergruppe im PvP. Ich gehe jetzt erstmal wieder vom PvP aus. Und wirfst da Ablenkung rein und 8 Leute trifft das Ganze. Holla die Waldfee, echt nicht wenig. Ist natürlich die Frage, wobei das geht so ein bisschen in die Richtung der Blitzgranate, ne? Die trifft ja Ja, auch mehrere Ziele. ja. Bleibt die im Spiel? Ich glaube ja, Die ne? Blitzgranate bleibt, soweit ich weiß, im Spiel. Da wurde jetzt noch nichts anderes, zumindest im allgemeinen Teil, gesagt. Habe auch, meine ich, nichts davon gelesen. Die trifft ja momentan auch 5 Gegner, glaube ich, ne?
Ja, die trifft auf jeden Fall mehr als einen Gegner, die Blitzgranate. Ja. Obwohl, tut sie das beim Revolverhelden oder nur beim Schurken? Das ist hier, eine... Hier scheinbar nicht, ne? Hier, ich glaube, ja, das kann gut sein. Wir loggen ja nachher auch nochmal auf den Schurken um, dann können wir das Ganze ja noch verifizieren. Gut. Auf jeden Fall sehr spannend fürs PvP, ne? Vielleicht auch fürs PvE, für irgendwelche Bossmechaniken. Richtig. Wichtig, ne? Richtig. Dann haben wir jetzt eine ganz neue Sache. Wir haben ja momentan überall den gezielten Schuss. Wie heißt der beim Scharfschützen? Das um müsste... Gottes Willen. Hinterhalt. Hinterhalt heißt er, genau. Hinterhalt und gezielter Schuss ist jetzt Meisterschützen exklusiv. Also man bekommt den Skill nur noch, wenn man Meisterschütze geskillt ist, ansonsten nicht mehr. Dann haben wir eine neue passive Fähigkeit, die eben jedes Mal, wenn man Ladungssalve benutzt, die kritische Trefferchance erhöht. Und dieser Effekt ist eben bis zu dreimal stapelbar, hält 15 Sekunden lang an und bei jeder Verwendung von Ladungssalve erneuert sich der Effekt. Dann haben wir noch eine neue passive Fähigkeit, die eben die kritische Trefferchance und den kritischen Schadensbonus von Blastersalve erhöht. Blastersalve, Gottes Willen. Wie war das denn? Vielleicht ist es auch wieder nur ein Übersetzungsfehler. Kann gut sein. Ich weiß echt nicht gerade, was Blastersalve sein soll. Blasterhieb gibt es hier. Revolverheld. Doch, Blastersalve. Ah, alles klar. Ja. Ja, um ein wenig den AOE-Schaden zu pushen. Ja, gut. Das andere passive Talent erhöht eben den AOE-Schaden von Blastersalve. Man benutzt es nur momentan sehr, sehr wenig. Spielt natürlich wieder ganz gut in die Richtung. Wir müssen gegen Gruppen kämpfen. Wir haben es eben im normalen Podcast schon gesagt. AOE-Schaden wird sehr, sehr wichtig werden. Gut, dann kommen wir zur ersten neuen aktiven Fähigkeit. Die heißt durchdringende Geschosse und wird im Endeffekt Temposchuss ersetzen. Beim Scharfschützen schimpft sich das Ganze. Ich scroll jetzt ganz kurz runter. Ruhige Schüsse. Und blöd. Feuerstoß. Ich bin dabei allgemein gewesen. Gut, vielen Dank. Momentan ist es Feuerstoß und dann durchdringende Schüsse. Ist auch von der Animation ähnlich und auch von der Kanalisierungsdauer. Also es ist ähnlich, macht halt nur mehr Schaden. Ne? Ja, und ersetzt dementsprechend den Skill. Richtig. Und was natürlich auch wichtig ist, jetzt wird mit diesen durchdringenden Geschossen der Rüstungsdebuff auf den Gegner draufgebracht. Dementsprechend meine ich auch gelesen, dass der Rüstungs-Debuff-Schuss aus dem Spiel entfernt wird. Beziehungsweise oder modifiziert wird, glaube ich. Ja, aber da kommen wir auch mal noch zu. Ja. Dann haben sie aber auch gesagt, dass diese Meisterschützen-Disziplin einem allgemein weiterhin sehr bekannt vorkommen sollte. An der Rotation wird sich da, glaube ich, nicht ganz so viel ändern. Ich denke mal, dass es natürlich, wie wir vorhin auch gesagt haben, an die anderen Skillungen angepasst wird vom Schaden, dass man natürlich mit dieser Skillung auch entsprechenden Schaden fahren kann, ohne irgendwie Verluste einzustecken. Genau. Gut. Wir gehen jetzt Richtung Sabotage. Da hatten wir auch noch etwas, dass diese Sabotageladung, die momentan im Spiel ist, ist diese Ladung, die heftet man an den Gegner an, erleidet der Gegner das nächste Mal Schaden aus irgendeiner Quelle, explodiert die Sabotageladung. Mhm. Wird jetzt Sabotage, beziehungsweise Saboteur, Revolverhelden exklusiv sein. Man bekommt sie also nur in dieser Disziplin. Gut. Da haben wir unseren Skill Sabotage. Ich habe das schon die ganze Zeit über nicht so ganz verstanden. Wir haben momentan Sabotage. Das bringt eben das kühler Kopf, Verteidigungsschirm, Niederkauern und Abhauen, dass davon die Abklingzeit zurückgesetzt wird. Ja, fand ich bisher auch gut. Aber es gibt noch einen zusätzlichen Skill. Oder Sabotage wurde auch überarbeitet. Ich glaube, das ist einfach jetzt was anderes. Das wurde entfernt und jetzt haben wir dafür diesen. Ja, das habe ich nämlich nicht ganz so verstanden. Kann natürlich jetzt sein, natürlich, dass Sabotage komplett überarbeitet wurde und jetzt einfach nur Energieschaden an einem Spiel verursacht, das von der Schockladung betroffen ist. Schockladung erlernen wir auch in dem Baum. Und betäubt den Gegner eben entsprechend auch, wenn er unter dem Einfluss der Brandgranate steht. Genau, das hatten wir auch schon mal in der kleinen Übersicht damals erzählt, als die ersten Informationen dazu rauskamen. Genau, gucken wir nochmal kurz. Das heißt, beim Scharfschützen meine ich irgendwas, Bloodboiler im Englischen. EMP-Ladung. Ach, EMP-Ladung, genau, stimmt. Das war noch was anderes. EMP-Ladung. Das war, glaube ich, beim Agenten dann. Ja, genau. Gut.
Dann ja, war das in dem Moment das auch schon. Wir gehen jetzt in Richtung fieser Kämpfer. Ist ja momentan meine präferierte Skillung, ist die Dot-Skillung. Obwohl, ich weiß nicht, ob sich der mittlere und der rechte Baum in Richtung Dot-Sachen viel nehmen. Spiele die mittlere einfach nur nicht gerne. Die rechte macht mir momentan viel Spaß und würde natürlich auch dementsprechend hoffen, dass die vernünftig bleibt. Ja, sie erhalten eine neue passive und eine neue aktive Fähigkeit. Die neue passive Fähigkeit bewirkt eben, dass die Splitterbombe die Wirkung von Vitalschuss auf allen getroffenen Zielen verbreitet. Die Splitterbombe, die kann man in eine Gruppe werfen und der Dot geht eben auf alle Mobs drauf. Und dementsprechend sollte man jetzt erst den Vitalschuss draufbringen und anschließend die Splitterbombe, weil dann hat man seine Dots auf allen, Dots auf allen Gegnern drauf. Mhm. Ist natürlich auch wieder eine extrem coole Sache für den Gruppenschaden. Das finde ich auch. Ja. Ja. Dann haben wir eine neue aktive Fähigkeit. Schimpft sich fiese Explosion, fügt einem Ziel Waffenschaden zu und körperlichen Blutungsschaden. Ja, ne? Müssen wir uns gleich nochmal anschauen, wie das Ganze aussieht. Ansonsten hört es sich eigentlich normal an und die. Ja, fiese Explosion hat keine Abklingzeit und ersetzt beim fiesen Kämpfer die Ladungssalbe. Die Ladungssalbe hat man momentan ein bisschen als Lückenfüller benutzt. Ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. Man hat ja anfangs seine beiden Dots draufgeschmissen, hat dann die Blutungssalve hinterhergehauen und direkt die verwundenen Schüsse, dann den Temposchuss und anschließend hatte man ganz kurz Zeit, eine Ladungssalve drauf zu knallen, beziehungsweise einen XS-Frachterflug zu starten. Den hat man aber immer schon am Anfang gecastet und dementsprechend musste man die Ladungssalve benutzen. Ist natürlich gut, dass wir dafür jetzt einen extra Skill bekommen. Der noch einen extra Dot aufs Ziel bringt. Der auch einen extra Dot aufs Ziel bringt, der uns auch wirklich was in unserer Rotation nützt. Guck kurz, wie er heißt beim anderen. Ja, selbstverständlich. Kleiner Augenblick bitte. Beim anderen heißt er todbringender Schuss. Beim Scharfschützen. Jawohl. Dann wollen wir noch ganz kurz auf die Funktion eingehen. Sagen sie auch wieder natürlich, dass der Großteil der Funktionen einem bekannt vorkommt, wird natürlich aus den normalen bisherigen Skillbäumen abgeleitet. Aber einige neue sind eben dabei, zum Beispiel blendender Einschlag. Bewirkt eben, dass jeder Treffer von Temposchuss oder durchdringende Geschosse das Ziel um 20% verlangsamt und das ist eben bis zu viermal stapelbar. Wieder natürlich ein sehr, sehr gutes PvP-Talent. Den Gegner bis zu 80% zu verlangsamen ist extrem heftig, wenn ich mir das überlege. Du hast keinen CC-Breaker mehr, hast den Sprint schon rausgehauen als Wasser. Extrem fies, kannst gar nicht abhauen, ne? Genau. Dann haben wir noch hemmende Ablenkung, das eben Ablenkung verlangsamt alle Ziele um 50%, solange sie im Wirkbereich sind. Also da sehen wir doch, das sind doch schöne PvP-Funktionen, die dem Scharfschützen bzw. Revolverhelden sehr gut helfen, dann auch den Leuten wieder wegzukommen. Ne? Richtig, richtig. Und Ablenkung scheint mir jetzt so vorzukommen, dass das ähnlich aufgebaut ist wie das Todesfeld. Weil es eben auf einen Bereichseffekt, die sagen jetzt, es hat einen Wirkungsbereich, wird dann wohl so sein, dass man das auf den einen Zieler, auf den einen Spieler setzt und dann in diesem Bereich die Ablenkung wirkt. Würde ich jetzt einfach mal behaupten und drauf spekulieren. Oder um einen herum direkt. Oder um einen herum direkt, natürlich, das ist auch möglich, klar. Ja, viele Skills haben ja so eine Range, die sieht man ja nicht, weil wir da die Animation nicht haben. Man hat ja wunderbar gesehen, jetzt zum Beispiel beim Frontkämpfer, ne, wo man dann genau in diesem runden Bereich auch gesehen hat, wo die Skills denn treffen. Und das sieht man halt hier entsprechend nicht, aber ich nehme an, das wird um den Char herum sein. Richtig. Gut. Das war es jetzt auch schon zum Scharfschützen bzw. Revolverhelden. Mhm. Dann wollen wir jetzt mal zum imperialen Saboteur kommen. Beim Schurken werden wir natürlich wieder die äquivalenten Pendants nennen. Aber wir wollen ja beide Seiten ein wenig abdecken. Gut, wir haben erstmal einige passive Fähigkeiten. Die erste passive Fähigkeit nennt sich imperiales Gebräu. Das erhöht eben den durch Säurefall verursachten Schaden und die bewirkte Heilung von Koltosonde um jeweils 10%. Dann haben wir imperiale Ausbildung. Das erhöht die kritische Trefferchance von Kolto-Infusion, heimtückischer Angriff und todbringender Schlag um 15%. Dann haben wir eine neue aktive Fähigkeit für alle Saboteure. Schimpft sich taktische Überlegenheit. Das setzt eben einen taktischen Vorteil ein, um den Spieler
und den Mitgliedern der Operationsgruppe im Umkreis von 40 Metern taktische Überlegenheit zu gewähren, was die kritische Trefferchance 10 Sekunden lang um 10% erhöht. Genau. Das ist unser neuer Raid-Buff. 10 Sekunden, 10% Crit. Sehr vorteilhaft. Finde ich gar nicht schlecht. Ehrlich, ne? Ja. Vielleicht von vornherein, die Saboteure, vor allem Heiler, sollten sich auf einen schönen, dicken Nerf gefasst richtig. Machen. Das haben sie auch öfters jetzt erwähnt. Der Saboteur bzw. Schurke sticht halt in seiner Heilung so weit hinaus. Man sieht es ja auch in der Arena. Ja. Man sieht fast nur Schurken und Saboteure als Heiler bzw. auch im PvE, dass sie da sich gezwungen sahen, das Ganze etwas anzupassen. Richtig, also das ist wirklich extrem gewesen. Die müssen sich auf einen Extrem-Nerf einstellen. Und auch in der gesamten Mechanik als Heiler hat sich ein bisschen was umgestellt. Also was heißt Mechanik als Heiler? Die verfügbaren Heal-Skills wurden etwas verändert. Zum Beispiel wurde jetzt die Kolto-Sonde, genau, die Kolto-Sonde wurde jetzt in die Saboteur-Klasse allgemein gebracht und nicht mehr in die Medizindisziplin. Dafür wurde aber, lass mich lügen, die Kolto-Injektion wurde jetzt Medizin-exklusiv gemacht und wurde ansonsten aus der Baseline rausgenommen. Und jetzt wollen wir nochmal ganz kurz uns anschauen, wie denn die passiven bzw. die neue aktive Fähigkeit beim Schurken heißt. Bei dem Schurken heißt das Ganze eben Tyrann und Überraschungsmoment. Okay, da haben sie mich. Gut, einmal heißt das Ganze Tyrann, das ist eben das mit dem Vitalschuss und Überraschungsmoment ist eben das mit der kritischen Trefferchance. Die neue aktive Fähigkeit schimpft sich gezinkte Karten. Finde ich natürlich auch ein ganz netter Name. Ja, Schurke. Passt auf jeden Fall zum Schurken. Definitiv. Ja. Gut, dann wollen wir jetzt zur Medizin übergehen. Gut, sagen sie auch wieder natürlich, es kommt einem bekannt vor, aber eben der dicke Nerf. Sie erhalten eine neue aktive Fähigkeit, das ist eben unser neuer AOE-Heal-Skill. Gucken wir uns natürlich auch gleich nochmal am Ende die Animation an. Nur schon mal voraus, ich finde sie ganz schnieke. Ne? Das ist auch, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, die einzige Animation, die ich wirklich gelungen finde von allen. Ja. Aber kommen wir gleich. Natürlich. Heilt eben 8 Verbündete und man kanalisiert die Fähigkeit über 3 Sekunden. Moment, 3 Sekunden normal. Das Ganze kann natürlich durch Schnelligkeit gepusht werden und verbraucht dabei 32 Energie, egal wie lange man es kanalisiert. Ja, gut, das hatten wir schon, dass das angeglichen werden soll. Kommen wir zur Verborgenheit. Nur einmal ganz kurz wieder zum Schurken hochscrollen, uns ganz kurz da den Namen angucken. Da heißt das Ganze einfach Colt O'Vale. Also genau so. Tja, Tatsache. Habe ich eben gar nicht drauf geachtet, Mensch. Ja, gut. Verborgenheitssaboteure. Säureklinge ist ja momentan, damit müssen wir unsere Klinge aufladen, kostet dementsprechend auch Energie. Und wenn wir dann unseren heimtückischen Angriff bzw. unseren Stealth-Schlag benutzen, der schimpft sich versteckter Schlag, bringen wir eben einen Dot auf das Ziel drauf. Und erhalten zusätzlich noch einen Buff, der den Rüstungsdurchschlag erhöht. Das Ganze wird jetzt einfach eine passive Fähigkeit und wird dann als aktive Fähigkeit aus dem Spiel entfernt. Dazu kommen dann wirklich 3 neue aktive Fähigkeiten. Ich beginne mit Hemmender Schnitt. Trifft das Ziel für Kinetikschaden, lähmt es und verhindert 4 Sekunden lang Bewegung und Drehung. Also man muss wirklich nur, man kann zwar agieren, man kann weiter casten, aber man kann sich einfach nicht bewegen. Und nicht drehen. Und das finde ich sehr spannend. Richtig. Weil so eine Fähigkeit hatte man, glaube ich, noch nicht im Spiel. Ne? Richtig, ist natürlich. Die Drehung verhindert? Nicht, dass ich wüsste, nein. Das ist natürlich auch dann eine Sache, dass du weiter von hinten angreifen kannst und nicht angegriffen werden kannst. Ne? Wenn du so doof bist und davor stehen bleibst vor dem Gegner, dann. Ja, kann man sich weiterhin angreifen. Selbst schuld, ne? Natürlich nicht, ja. Ja. Er hat noch mehr Stun-Fähigkeiten für einen Sabo. Herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir zum verschleierten Schlag. Schlägt das Ziel und verursacht Kinetikschaden, hat eben eine gemeinsame Abklingzeit mit Klappmesser, wird dementsprechend auch das Klappmesser ablösen. Kommen wir zur flüchtigen Substanz. Da hatte ich, als wir das erste Mal drüber geredet hatten, nicht hundertprozentig verstanden, wie es ging, aber es ist eben so, dass eine Substanz in das Ziel injiziert wird und nach ein paar Sekunden reagiert, wenn der Gegner eben durch das Gift der Säureklinge Schaden erleidet. Dadurch erhält er nochmal zusätzlich Schaden. Ne, er erhält nicht zusätzlich Schaden, sondern der körperliche Schaden, den man verursacht. Ne, Moment. Fällt nicht gerade raus. Entschuldigung. Der macht das Ziel angreifbar. So ist es. So erleidet der
Gegner 7% mehr Schaden durch Elementar- und körperliche Angriffe. So ist es. Gut. Dann gibt es nochmal zwei neue passive Fähigkeiten, die eben die kritische Trefferchance und den kritischen Chance-Bonus von Karabinerhagel erhöhen. Karabinerhagel ist unser Skill, der eben AOE-Schaden macht und einen taktischen Vorteil bzw. eine Oberhand verbraucht. Dazu kommt eben auch noch, dass man nun, die Dots, die auf dem Gegner sind, durch den Karabinerhagel verteilt werden. Mhm. Ist natürlich auch wieder eine Sache, um eben mehr AOE-Schaden für den Saboteur ins Spiel zu bringen. Wie gesagt, ich hatte schon gesagt, die Thermalgranate oder eben hier heißt sie Splittergranate, trifft beim Saboteur auch die starken Gegner, beim Scharfschützen und Revolverhelden nicht mehr. Gut, kommen wir zur letzten Disziplin für heute. Nicht nur für heute, sondern allgemein. Damit ist dann auch die Klassenvorstellung beendet. Wir haben den Tödlichkeitsbaum. Tödlichkeitssaboteure haben eben wieder sehr viele Fähigkeiten, die den Spielern bekannt vorkommen. Und ja, wir haben eine neue Fähigkeit mal wieder, die ein wenig geändert wurde. Toxischer Schlag schimpft sich das Ganze, verursacht Waffenschaden und lässt das Ziel innerhalb der nächsten 10 Sekunden weiteren Waffenschaden erleiden, wenn es durch Säureangriffe des Spielers oder einen Gifteffekt Schaden nimmt. Ich habe ganz ehrlich diese Disziplin oder eben den momentanen Skillbaum noch nie hier bei dem Saboteur bzw. Schurken gespielt. Kann daher auch wirklich wenig dazu sagen, wie sich das Ganze momentan verhält. Ich habe auch jetzt den Saboteur immer nur mit der mittleren Skillung gespielt, seitdem ich den oben habe, beziehungsweise den Schurken als Heiler. Tut mir sehr leid, wenn ich dann irgendwie nicht alles abdecke. Dann bekommen wir noch eine komplett neue Fähigkeit. Das Ganze nennt sich Todbringender Schlag. Greift eben einen Gegner aus dem Hinterhalt für Kinetikschaden und körperlichen Schaden an. Und aus der Tarnung heraus wird mehr Kinetik und mehr körperlicher Schaden verursacht und es wird zusätzlich noch ein taktischer Vorteil gewährt. Was ich jetzt auch beinahe vergessen hätte. Aus dem Spiel entfernt wird, dass man hinter dem Gegner stehen muss. Hm. Es reicht, auch vor ihm zu stehen mit heimtückischer Schlag, um Schaden zu verursachen. Ja. Und wenn ich es auch noch richtig im Kopf habe, wird der versteckte Schlag auch entfernt. Keine Garantie, aber ich meine, es war so, er wird entfernt und dass man wirklich nur noch den heimtückischen Schlag benutzt. Genau, weil der ja dann aus dem Stealth auch mehr Schaden macht. Richtig, genau, so war das, genau. Das war ja das mit dem todbringenden Schlag. Der todbringende Schlag ersetzt eben bei der Tödlichkeitsdisziplin den heimtückischen Schlag. Jawohl. Ja, das waren somit eben auch die Änderungen bei der Tödlichkeit. Jetzt kommen wir noch einmal ganz kurz zu den Funktionen. Dann war imperiale Taktiken beispielsweise. Wo eben der Sehnenriss verlangsamt das Ziel, zusätzlichen taktischen Vorteil gewährt, finde ich nicht schlecht, kann man auch nochmal machen, wenn man jetzt im PvE beispielsweise gerade kein Klappmesser oder sowas mehr zur Verfügung hat, um einen taktischen Vorteil zu bekommen. Mhm. Im PvP natürlich sowieso eine klasse Sache und zusätzlich bei der Aktivierung von Ausweichschirm, so heißt die Funktion, bei der Aktivierung von Tarnschirm erhält man eben 2 Sekunden lang zusätzlich entgehen. Entgehen war ja unser Ausweichen des Saboteurs, wo man eben auch skillen kann, dass die Fähigkeiten, dass die Dots von einem runtergereinigt werden. Genau, das ist ja das, was wir bei den anderen Stealth-Klassen auch haben, dass man dann geklärt wird und nicht sofort wieder durch den Dot entstealth wird. So sieht es aus. Genau. Ja, schön. Dann würde ich nochmal einen Blick auf die Animationen werfen wollen. Sehr gerne. Meine Maus finde, da ist er. Die Maus ist da. So, dann gucken wir mal. Ja, also gehen wir mal von oben durch. Die Kultowellen, das war Saboteur, Schurke, Medizin oder Knochenflicker, Disziplin. Sieht halt auch für beide gleich aus. Ja. Und wie funktioniert das? Man kriegt quasi eine Auswahl, so wie man das vom Orbitalschlag oder ähnliches kennt. Also man castet das nicht auf ein Ziel, sondern man setzt quasi prinzipiell eigentlich wie die Hexerheilung. Genau, richtig. Damit kann man es am einfachsten beschreiben. Man kann also dementsprechend auch einen Doppelklick drauf machen, um es auf das Ziel zu wirken. Und die Spieler, die drumherum sind, 8 Meter drumherum. Ja, genau. 8 Verbündete innerhalb von 8 Metern werden dadurch dann noch geheilt. Und es sieht ziemlich nett aus. Man kanalisiert so ein, ja,
quasi so verschiedene Kreise auf dieses Zielgebiet und von dort gehen dann halt so Wellen aus. Ja. Und ja, das sieht eigentlich ganz nett aus. Ja. Ist auch wieder eine intelligente Heilung, das heißt, trifft vorrangig erstmal die Ziele, die wenig Heilung haben. Richtig. Also auch, was natürlich auch gut ist, in der Instanz alle. Aber das ist Richtig, ja sowieso auch richtig. momentan bei den Sachen so, dem Tatsächlich im Achter-Raid. 8er Raid auch alle, ne? Aber im Ja. 16er Raid würde es sich dann halt entsprechend die Ziele mit der niedrigsten HP suchen. Korrekt. Gut, alle anderen Skills sind relativ Ja. unspektakulär, sage ich mal. Es ist eigentlich alles immer nur eine Variation von verschiedenen Abfolgen von Hieben mit dem Messer bzw. von Schüssen der Streukanone. Sieht alles ja nicht so spektakulär aus, wie wir das jetzt zum Beispiel gewohnt waren bei ja, dem Krieger Ja, richtig. oder beim Powertech oder ähnliches, wo die Skills natürlich alle ziemlich ja, neu und cool aussahen, vor allem hier auch Entladen, zum Beispiel beim Söldner das neue, also das Entladen Pendant, das, was das ersetzt, Ja. sah alles ziemlich cool aus hier. Ja, gut, es ist natürlich die Frage, inwiefern will ich das spannend machen bei einer Nahkampfklasse, die halt so ein lütsches Messerchen in der Ich Hand wollte es hat. gerade sagen, oder auch eine Schrotflinte. Ich meine, gucken die an. Man wirft schon so ein bisschen was Neues auf den Dummy drauf. Man sieht eine minimale Veränderung, aber es ist im Endeffekt trotzdem verdammt wenig einfach. Ne? Verdammt wenig optisch, ne? Ja, gut. Ist halt die Frage, inwiefern man das beim Saboteur oder Schurken noch anders machen kann. Richtig, korrekt. Auf jeden Fall relativ unspektakulär, zumindest im Vergleich zu anderen Ja, Klassen. richtig. So ähnlich sieht es, oder die einzige noch ganz interessante Fähigkeit ist halt flüchtige Substanz bzw. Blutkocher. Das ist, glaube ich, haben wir das überhaupt eben angesprochen. Das ist eine Sonde, die Ja. herbeigerufen wird, die das Ziel halt zum Kochen bringt und dann, Richtig. Das war das, was eben das Ziel genau, verwundbar das Ziel. angreifbar macht und Richtig. 7% mehr elementaren und körperlichen Schaden erleidet. Genau, und das ist halt entsprechend beim republikanischen Charakter eine flüchtige Substanz. Das ist so ein Gift, das platzt dann nach so einer gewissen Zeit. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ja. Und entsprechend beim imperialen Charakter ist es eine. Ah ne, war genau falsch rum. Beim imperialen Charakter ist das so ein Gift und beim Richtig, republikanischen genau. Charakter ist es so eine Sonne, die ums Ziel herumfliegt und dann so Blitz auf das Ziel wirkt. Ja. Sieht beides nicht so schlecht aus. Ist jetzt aber auch nichts unglaublich Ich Spektakuläres. stelle mir die flüchtige Substanz auf einem großen Gegner sehr cool vor. Gut, wenn die mit skaliert, auf Wenn die jeden Fall, mitskaliert, ja. auf jeden Fall. Wenn du dir vorstellst, das ist ja wirklich so eine Explosion nach unten, ein bisschen mehr. Da kann ich mir das ziemlich cool vorstellen. Wow, ja. Gut, ansonsten sind es hier unten nur verschiedene Abfolgen Ja. von Schlägen, die haben wir schon angesprochen. Scharfschütze, Revolverheld hätten wir noch. Wir haben Ja. die durchdringenden Schüsse bzw. durchdringenden Geschosse. Das ist ja das, was Feuerstoß ersetzt. Ja, wie gesagt, das sieht halt im Prinzip fast auch genauso aus. Die Schüsse sind vielleicht ein bisschen dicker vom Aussehen Ja. her. Sieht ein bisschen besser aus, wie es aufs Ziel auftrifft, aber Das muss ich ansonsten. schon sagen. Also die durchdringenden Geschosse, der Temposchuss vom Revolverhelden hat mich schon ein bisschen angenervt die ganze Zeit über. Finde ich schon ganz nett, dass eben so, dass die den ein bisschen verändert haben. Der sah einfach irgendwie zu harmlos aus, dafür, dass er extremer Teil der Rotation ist. Also das finde ich schon ganz in Ordnung, dass sie den verändert Gut, haben aber so. trotzdem, wenn wir es vergleichen mit anderen Skills, wie zum Allein, Beispiel beim Söldner oder beim ja, richtig, Kommando halt, da haben sie ja richtig viel beim hast du Entladen richtig viele Effekte draufgehauen. drauf. Richtig. Genau, EMP-Entladung, Sabotage aus dem Ingenieur- bzw. Sabotagebaum ist halt entsprechend auch relativ unspektakulär. Da Ja. gibt es so eine kleine Blitzexplosion. Vermutlich in der Mitte des Charakters, also ich habe auch im Stream oft gesagt, an diesen DPS-Puppen werden Animationen oft auf die Füße ausgeführt. Ja. Das ist natürlich bei anderen Mobs nicht so, da geht das in die Mitte des Charakters. Ja. Ja, ist halt so eine kleine Blitzexplosion, auch nichts super Spannendes. Ja, und beim todbringenden Schuss beziehungsweise der fiesen Explosion, ja, der todbringende Schuss, der knallt so ein bisschen einen Wolkenfaden, sage ich jetzt mal, auf den Giftfaden Gegner, so ein irgendwie. Giftfaden, ja, auf den Gegner Finde drauf. ich gar nicht so verkehrt. Das ist noch in Ordnung, ja, aber guck mal bei der fiesen Explosion, da knallt so ein paar kleine Schüsse drauf Das wieder. sieht halt wie entladen aus, wie das alte Entladen Das irgendwie. sieht so momentan aus wie die Blutungssalbe. Ja, Ne? Und stimmt. das, genau so ist das, auch von der Dauer her. Einmal kurz Britzel, Britzel, draufgeknallt und gut ist. Mehr ist das nicht. Tja. Ja. Gut, wie gesagt, im Vergleich zu den anderen Klassen, effektmäßig, animationsmäßig, keine großen Überraschungen. Vielleicht wird es ja auch im SWTOR ein bisschen anders sein, als wir es jetzt hier denken. Vielleicht sieht es dann doch nochmal spektakulärer aus, als man es auch im Stream gesehen hat. Möglich. Möglich ist es. Wir müssen uns dabei einfach nochmal wieder überraschen lassen. Genau. Gut, dann wären wir mit unserer Klassenbesprechung, denke ich, auch am Ende, wenn du Korrekt. nicht noch irgendwas anzufügen hättest. Nein.
Und ja, dann sind wir jetzt auch im Prinzip am Ende unseres Jumbo-Podcasts angekommen. Wenn ihr bis zum Ende gehört habt, herzlichen Glückwunsch fürs Durchhalten. Ich glaube, tatsächlich ist unser längster, den wir je gemacht haben. Aber wir waren ja gut ausgestattet hier mit Kaffee und Kuchen nebenbei bei unserem kleinen Kaffeekränzchen. Ja, richtig. Und rufen natürlich wie immer auf zum Kommentieren, Bewerten und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze, würden uns sehr darüber freuen. In letzter Zeit sind die Kommentare ein bisschen zurückgegangen, was ich recht interessant finde, weil ich ja Statistiken habe zur Seite, die mir sagen, dass die Besucherzahlen und auch die Zahlen, die den Podcast hören, steigen, die Kommentare aber ein bisschen abnehmen. Also wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann kommentiert doch gerne ein bisschen. Und lesen wir immer sehr gerne, gehen wir auch dann entsprechend drauf ein, selber als Kommentar oder genau dann halt so in der aus. Nächsten Podcast-Ausgabe. Richtig. Gut, dann bleibt mir hier noch euch noch einmal für alle, die dran geblieben sind, eine schöne Woche zu wünschen und natürlich ein super Release und jetzt auch einen schönen ersten Advent von mir. Ja. Und dann macht es gut, bis zum nächsten Mal. Natürlich von mir auch nochmal an alle Leute, die jetzt erst zugeschaltet haben, einen schönen ersten Advent und eine allgemeine schöne Adventszeit. Viel Spaß im Addon und bis nächste Woche. Haut rein.